Was geht's denn, Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Fiktion zurück bei Let's Play Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Wir haben das Mele-Mele-Blumenmeer ein weiteres Mal hinter uns gelassen, um Kosmos zu finden, und sind dabei auf die Ultra-Forscher ein weiteres Mal gestoßen und mussten gegen einen von ihnen antreten, gegen diesen Darus. Und ja, jetzt wird es Zeit, dass wir uns nach Lili begeben. Vor allem müssen wir noch ein paar Bruchmetalle besiegen. Ich würde es diesen Ort unbedingt mal tagsüber anschauen. Na, das ist gerade nicht tagsüber, also ja. Muss es das erstmal werden? So. Sämtliche Trainer auf Route 3. Unter der Brücke liegt wohl wieder eine andere Route. Das heißt, ich habe jetzt nicht alle gefunden, ne? Ach doch, da ist noch einer. Hey, Trainer Hoffnung. Gebe ich meinen Vulcano einen Item zu tragen, gibt es ihm zusätzliche Kräfte. Vulcano, ja, Feuer-Pokémon, das war klar. Ja, ich muss mir echt jetzt einen Lashoking besorgen. Ja, ich kann sogar mir Wild fangen. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Ich habe dann nämlich ein Gespräch mit Chaos Emerald 95. Wir sind da etwas, ausgerutscht. Und ihr werdet dann... Und Mann, da war ich echt baff, als ich davon gehört habe. Ihr werdet dann sehen, was ich meine, wenn wir das erstmal versuchen. Ich hoffe, dass es dann auch klappen kann. Oh, shit. Au. Nee, so nicht. Nein. Komm schon zur Ruhe. Du bist jetzt dran. Ah, na toll, jetzt brennt es sogar. Autsch. Jetzt komm. Finde Attacke. Shit. Komm schon, mach es jetzt fertig. Yes. Ich glaube, es hat Holzkohle getragen, nicht wahr? Ich hätte jetzt einfach selbst ein Item einsetzen sollen. So, ich sollte gleich den Feuerschaden heilen, aber sowas von. Jetzt schauen wir, wie das bei der Pokémon-Pause so aussieht. Autsch. Da brennst du ja richtig. Keine Sorge, Kleiner. Ich hab da etwas, das ist ein Kamm. Schmutzweg, Impfensand. Heilstatusprobleme. So, dir geht's wieder besser, mein Kleiner. Das ist der Fratz. Hey, möchtest du noch eine Pokébohne dazu haben? Kriegst noch eine, weil du so brav warst beim Kampf. Nom nom nom. Ah, du bist der Feine, Junge. Du bist ein feiner Junge. So, aber jetzt. Ja. So brauche ich jetzt nicht wirklich unbedingt ein Pokémon-Center aufsuchen. Gib dein Pokémon einzeln zu tragen, sonst soll dein Kampfstil passen. Zum Beispiel holst Kohle für ein bestimmtes Feuer-Pokémon, das ich bereits geplant habe. Ja, ihr könnt euch schon denken, was für eins es ist, aber... Ja, ich weiß vielleicht, was manche jetzt nicht wirklich spoilern. Ist auch einer? Nö. Hallo, du wohnst in der Gegend, oder? Hätte eine Bitte an dich, würdest du mir kurz zuhören? Ja. Mit den Alola wissen eben, was Gastfreundschaft ist. Ich bin ja gerade in Flitterwochen, aber seit meiner Süßung rechts, als mein CPS gesehen hat, wies sie von nichts anderem mehr. Wie man hört, scheinen sie sich mit dem Rekord auf den Tankrad-Hügel gut zu verstehen. Deshalb meine Bitte, willst du zum Tankrad-Hügel gehen und eins fangen? Zu Beerus. Zu Beerus gibt es hier? Dann könnte ich einen Blick auf dein Pokédex werfen und es selbst schnappen. Du bekommst natürlich eine Belohnung für den Müden. Also, was sagst du? Bitte hilf mir. Ja, schon. Da gibt's ja einen. Gibt's auch mal einen Krabox hier? Müssen wir prüfen, ob sich der Bärenhaufen bewegt. Nee. Komm, dann tauchen wir auch mal Krabox auf. Zu Beerus ist das doch dieses.
Das werde ich dann schon noch sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, was so ein Pokémon da nochmal gemeint war. So, ich bin dann eh gleich in Lilia angelangt. Ich habe jetzt alle Trainer bezwungen. Obwohl, ich möchte mir noch... Ach, das kann ich auch mit Tränken tun, ne? So. Dann tränke ich hier. Und dann kann ich auch den einen Trainer noch herausfordern, den starken. Also nicht... Der rote Kartetrainer kommt erst später dran. Falls er überhaupt hier dran kommt in diesem Spiel. So. Okay, wie versprochen, alle Trainer von Route 3 besiegt. Also jetzt alle Trainer von Route 3 besiegt damit, ne? Das ist immer ein saftes, heißt noch hier zum Beam als ein frischer Wildungswind. Wollen wir anfangen? Es hat den Kampf, was halt beide Herzen zum Beam bringt. Ich nehme an. Eine erfreuliche Antwort. Der Robot-Profi wird sich dir nun im Weg stellen. Womöglich bekomme ich jetzt die Attacke. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, das ist ein Ass-Trainer. Christopher! Würde das R noch fehlen, dann würde das passen. Mann, der hat einen Fleckmon. Aber auch gerade von Fleckmon reden, ich werde mich dann auch gleich hinbegeben. Oh, das wird geil. Ich hoffe, dass es aber auch klappen wird. Es heißt, ich muss vorher den Inselkönig bezwingen, bevor das dann möglich sein wird. Obwohl man sich echt weiterentwickelt, damit auch der Funkensprung mehr Wirkung zeigen kann. So wie es jetzt gerade aussieht. Oh nö. Jetzt schlaf jetzt mir nicht auch ein. Ach, mir bleibt keine andere Wahl zu Rohr. Bist du auch im Vorteil gegen dieses Fleckmon, also. Haha. Nix da. Boom. Sehr schön. Level 18 für Zuroa. Und auch. Nein, Mabula noch nicht. Ja, dann muss ich wohl. Oh Mann, Smetbo. Ja, Käfer gegen Käfer, das dürfte doch kein Problem darstellen, ne? Nicht unbedingt. Als dann ist kein Flugattacken, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Boah, Level 14 ist aber auch hart. Ja, ich schaue mal, wie viel Funkensprung eigentlich bringt. Silberhauch. Alter Schwede! Boah, mit Two Hit ging es, aber... Ja, wenn ich dazu kommen könnte... Ach, ich habe keine andere Wahl. Muss leider wechseln. Silberhauch. Na warte. Los. Ich beende es mit... Es war klar, dass er jetzt mit der Attacke kommen muss. Ha! Aber das wird es jetzt beenden. Kannst du noch so viel Ruhe und einsetzen, wie du willst? Ich beende es irgendwann noch. Ich kann mehr Schaden zufügen, als du heilst. Burn. Yes, endlich! Oh ja, Baby! Level 19! Gesichter? Nein, danke! Und Mabula Level 18! Mein Stolz ist härter als ein Dämon. Trotzdem konntest du ihn verletzen. Ey, du hast dein Bestes getan, ne? Ein hervorragender Kampf. Ich fühle mich so erfrischt wie blauer Himmel nach einem tosenden Sturm. Das ist eine Erinnerung an so einen Kampf. Das ist der verdient. Ruheort. Okay. Auf den anderen Routen Alolas findest du so ähnliche Trainer wie mich, die der Suche nach wahrer Stärke sind. Ich denke, es wäre dringend, dass sie auch nach auch jenen Suchenden gemeinsam mit deinem Pokémon die Stirn zu bieten. Habe ich auch vor. Ich habe wirklich vor, so ziemlich jeden Trainer hier herauszufordern. Jeden NPC-Trainer. Jedenfalls. So wie in jedem Pokémon-Spiel, damit ich möglichst viele EPs zusammenkriegen kann. So, wir sind gleich da. Und bevor ich dorthin gehe, sollte ich mich noch zum Strand begeben und nach Fleckmon Ausschau halten.
Da sieht er das kleine süße Wuffels, das man mit einem unbedingt spielen möchte. Hohes Gras. Da fliegst du so hohes Gras, das ich jetzt nicht brauchen kann. Aber noch ein Raubbi. Ich weiß, ich bring dich ja gleich ins Pokémon Center, okay? Halt noch ein bisschen durch. Ach komm, wie viele hohe Gräser gibt's eigentlich noch? Wie ein Artgenosse. Schau dir das an. Das warst du mal. Jetzt bist du zu einem richtig großen Mabula herangewachsen. Mein kleiner Freund und Kupferstecher. Geht er durch. Ist doch nicht zu fassen. Wie abnerven können hier. Mal Schluss hier. Lasst mich in Frieden. So, endlich. Am Stadtrand. Aber wir wollen zum Pokémon Center. Jetzt können wir uns auch wieder ein bisschen Schutz kaufen, weil ich könnte das jetzt gerade wieder dringend brauchen. Dann holen wir uns endlich unser viertes Teammitglied. Lushoking soll es doch sein. Hätte ich mir schon vorher überlegen müssen. Oh, weiter Kunde, glänzt die Z-Kristall. Du hast auf Elimas Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Sonst hätte man sich erwartet. Hoffentlich ist das für dich dabei. Supertränke gibt es jetzt bereits. Und Superbälle. Aber davon habe ich genug. Von dem ganzen Zeugs. Was ich brauchen könnte, ist. Naja. Oh, ein. Eine Fluchtgarantie mit dem Pokewedel? Okay. Leider gibt es noch keinen Superschutz. Aber passt schon. Wieder weniger als 10.000, aber... ist der weit Schnurz, weil... so unbedingt brauche ich das Geld jetzt noch gar nicht. So. Egal, jetzt sind wir endlich da. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch klappen möge. Mein Versuch. Ich hoffe, dass es auch nachts anzutreffen ist. Ringgall haben wir schon mal. Aber wir suchen nicht nach Ringgall, wir suchen was anderem bestimmten. Wenn es hoffentlich auch auffangbar ist vor dem Kampf gegen Halla. Das wäre schon schön. Auf jeden Fall brauche ich erstmal einen Fleckmon. Nicht Iskala, ein Flagmon. Außerdem habe ich herausgefunden, Iskala hat noch nicht bei den Typen Wasser. Was natürlich sehr komisch ist, aber ja. So ist das halt. Boah, ich bin gleich von vornherein einem Flagmon begegnet und jetzt gerade taucht überhaupt keins auf, ne? Ach je. Taucht es wirklich nur tagsüber auf? Hoffen wir nicht. Ich hoffe, es kann dann auch schon zu Hilfe rufen. Und wenn dem so ist, hoffe ich, dass dann wirklich das auftaucht, wonach ich suche. Na komm. Ach, mal Schluss damit. Kein Wingull mehr, bitte. Mal wirklich absolut Schluss aus Mickey Maus. Ich glaube, ich sollte schneiden, bis das dann endlich auftaucht. Also, wir sehen uns. Egal. Dann erledige ich das und bekomme ein bisschen EP. Ja, ein bisschen.
Okay. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich habe das gleich rausgeschnitten. Sorry. Wir machen gleich weiter mit unserem Kampf gegen Halla, der Inselkönig. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Bin gespannt, welche Attacken ihr von nun an mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Sora, ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass es eine großartige Leistung war. Halla, der Inselkönig von Mele Mele, ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken. Ja, ein Phlegmon hätte es natürlich auch getan, aber naja. So, Halla. Ich bin bereit, gegen dich anzutreten. Also Glückwunsch, bestehender Prüfung Vegetation, so eine gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut. Du und dein Marbula, seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Auf jeden. Diesen Kampf habe ich selbst nicht erwartet. Da kommt wieder der Sumo-Ringer in Action. Ho! Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen, Träger der Inselwanderschaft. Ich bin Halla, der Inselkönig von Mele Mele. Na gut, wollen wir beginnen? Auf dich wartet die letzte Prüfung von Mele Mele, der Pokémon-Kampf gegen den Inselkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also, zeig mir die Kraft, die in deinem Pokémon steckt, und beweis, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kaporigi zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Halla wird dir zeigen, was an dem richtigen Inselkönig steckt. Mit großer Prüfung beginnen. Oh yeah. Ein weiteres Mal gegen Inselkönig Halla antreten. Mahalo. Wir fangen am besten mal an mit Marbula. Marbula muss jetzt versuchen, hier was zu reißen. Allein Funkensprung kann was ausrichten. Das Glück kann ich jetzt sogar paralysieren. Aua, Vergeltung. Alter, obwohl es nicht so effektiv ist, geht es richtig ab, der Angriff. Alter Schwede, ich habe da kaum eine Chance. What the hell? Ja. Ich schätze mal, nur er hat eine bessere Karten dagegen. Arboretos. Warte, Freundchen. Hier, schmeck meinen Schnabel. Zack. Pick und weg. So, Marguita, da wechsle ich nochmal schnell zum Marbula und dann wieder zurück. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Das Glück reicht es dann auch gleich das nächste Level. Nach diesem Kampf. Das dürfte natürlich schwer sein. Aber mal gucken. So. Arboretos! Zeig's ihm! Klar, der EP-Teiler gibt verteilt die Erfahrungspunkte, aber dennoch. Wer ist besser? So. Gleich ein Tafelwasser einsetzen. Was ich meine. Obwohl er wenigstens dazwischen noch heile, dass vielleicht am nächsten letzten Kampf noch teilnehmen kann. Jetzt auch Schluss hier. Ja, komm. Nein. Kampf, bitte. Okay. Snubble. Boom. Es war ein Critical Hit dazwischen. Wie trollig. So. Und jetzt verschwindest du endlich aus meinen Augen. Okay. Das wird schwer werden, wenn Carbox es nicht genug P bringt. Mal schauen, ob Marbula es jetzt alleine schafft, das Vieh zu besiegen. Dass das Tafelhaus nicht doch mehr aufgefüllt hat. Und kann das in 30 Kapitels mal auffüllen? Na, ja, das wär's noch.
Es ist schade, dass es nicht Typ Wasser noch zusätzlich hatte, weil da würde Funkensprung mir umso mehr bringen. Mann, das macht wirklich so wenig Schaden. Was ist denn los hier? Lebensschelle vielleicht, dass es die Initiative gesenkt wird. Oh nö. Z-Attacke. Fulminante Faustschläge. Tja, das war's jetzt. Selbst wenn es nicht effektiv wäre. Das überlebt es leider nicht. Ja, doch! Alter Schwede, du bist krass drauf. Du bist echt krass drauf, mein Freund. Auch mal sehen. Dafür verdienst du dir einen Supertrank. Habe ich das nicht? Aber habe ich das jetzt richtig gesehen, dass Tafelwasser nur noch 30 KP auffüllt? Früher war das noch 60. Was ist denn da los? Warum? Ah, shit. Das steigert er jetzt mit seinem Angriff, diese Steigerungshieb. Das ist schon eine geniale Attacke. Lebensschwelle. Ich muss noch weiter. Abzuschwächen. Also versuche noch weiter die Genauigkeit abzuschwächen. Jetzt endlich mal aufhört zu treffen. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt noch einmal. Oh, vielleicht Käferbiss, vielleicht bringt das trotz der Nicht-Effektivität umso mehr. Oh, oh. Alter. Nicht unbedingt. Schön, dass ich sogar eine Beere getragen hätte, dann nicht das aus, vielleicht auch noch etwas KP zurückbekommen. Trefft uns einmal wieder. Ich habe deine Ganoika zu extrem abgesenkt hier. Das ist mal Schuss. Sprung. Sehr schön. Oh ja, jetzt ist sogar paralysiert. Das ist nice. So, ich hoffe, es setzt da nicht noch dazwischen. Oh, ein Hypheiler. Habe ich mich extra gefreut. Aber was soll's. Jetzt ist endlich Schluss mit lustig. Mach ihn fertig. Hallo, du wirst mir sowas von verarschen. Willst du das? Der hätte es echt bis zum Schluss aufgehoben, der Typ. Jetzt reicht's. Komm, das lassen wir nicht mehr länger. Och, Mann. Nein, Verfolgung wird dadurch noch stärker. Boah. Das hat irgendwie beinahe doch noch mal ein Pokémon gekostet. Schnabel. Reicht's mit dir? Lebensschelle hat dich jetzt wirklich dich abgeschwächt, mein Freund. So, jetzt ist Schluss mit dir. Critical Hit und weg. Shit, hat nicht für ein Level abgereicht, aber was soll's. Er ist down. Ausgezeichnet! Ich habe nichts anderes erwartet. Du und deine Pokémon habt wirklich Talent. Okay. Oh, schade, als hätte Kaporiki uns der Kraft gefallen. Ich vermute, Kaporiki kann es erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden seid. Ich möchte diesen Z-Kristall erreichen, damit kann Taylor seine Kräfte auf seine Pokémon übertragen. Das ist aber jetzt nur für Kampf-Pokémon. Leider habe ich aktuell keins, aber was soll's. So. Große Prüfung bestanden! Sehr schön. Es fehlen noch 6 weitere Prüfungen. Damit heißt es weitere Inseln erkunden. Batalium Z. Aufgepasst, Chris. Wenn du Z-Kraft und Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte so bewegen. Ja. Damit werden deine Prüfungen auf Bilibili, der erste Insel von Alola, abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung brauchen alle Pokémon Level 35, auch die du per Tausch erhalten hast.
Selbst unter der letzten Sonnenstrahl ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier verschwindet. Viele Dinge Alola existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke immer daran, auch ihnen mit nötigen Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Kaporee treffen. Das würde mich auch freuen. Oh! Taurus! Nur die Ruhe, Taurus. Da kommt meine Idee. Ich werde dich auf Taurus halten lassen, wann immer du willst. Warum fragst du nur, weil Taurus auch in die Wissenschaft gehen will? Hier, das schenke ich dir. Du hast es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können. Der Pokémobilfunk. Probier es gleich mal aus. Das tue ich doch gern. Da mal los. Oh ja. Jetzt sind wir dafür ausgerüstet. Und aus reitet, sieht die Welt doch gar nicht anders aus, oder? Indem sie uns aufs Verlassen bieten, die Pokémon los uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns, Chris. Dann will ich dir mein Geschenk bald erklären. Mit dem Pokémon-Mobil kannst du Pokémon für Pokémobile herbeirufen. In der Bedingungsanleitung steht, mit Y aktiviert man den Pokémon-Mobil-Funk mit B-Knopf den Taurus Rambock. Der Pokémon-Mobil-Funk kommt samt Reitausrüstung. Wir erzählen dir, was Taurus lieben lernen, wenn du ihn auf dem durch Alola reitest. Wenn du den Pokémon-Mobil-Funk benutzt, eilt das entsprechende Pokémon dabei, um dich zu unterstützen, egal wo du gerade bist. Tja, damit können wir die Insel sogar genauer erkunden. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Es war freut deine Fortschritte, seit uns in Treffen der Trainerschule mit zu verfolgen. Beeindruckend, dass du ohne Zeitkraft gewinnen konntest. Oh, wie wär's, wenn du Lola Fotoclub ein Erinnerungsfoto machen lässt? Mit Taurus ist nur ein kurzer Sprint bis nach Hoel City. Ich hoffe, dass dein Inselherrschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Also dann, du sollst gleich ausprobieren, wie stark Taurus ist. Warum versuchst du, großen Fels auf rote Einzel zu trümmern? Na gut, dann kriegst du auch noch ein Geschenk von mir. Druckschlag. Oh ja, fürs Pokémon fangen, wie geeignet. Mit Togel kannst du sicher sein, dass die Kabine siehst nicht unter 1 fallen. Damit kannst du vielleicht der Pokémon fangen und dabei deinen roten Pokédex fühlen. Also solltest du bei deiner Mutter vorbeischauen. Danach können wir uns am Hafen von Holy City treffen. Und wo du schon dabei bist, solltest du auch den Einkaufsen und den Alola Fotoclub in Holy City unbedingt Besuch abstatten. Alola Fotoclub? Du weißt schon, der Alola Fotoclub, von dem auch ihr Lieben eben gesprochen hat. Wenn deine frisch bestandene Prüfung gebühren zu fern, solltest du dort unbedingt auf ein Erinnerungsfoto vorbeischauen. Keine schlechte Idee, Tali, dass sich auch dein Plan zu der großen Prüfung bestanden hast, oder? Klar, ich muss erst noch verdienen. Legen wir los, Inselkönig. Ihr macht alle rasante Fortschritte als Trainer. Ich bin gespannt, wie weit ihr noch kommt. So, jetzt muss ich aber langsam meine Yacht stattklar machen. Hilfst du mir dabei, Lilly? Okay. Haben wir das jetzt auch geschafft? Jetzt können wir mal den Taurus-Rambock verwenden. Jetzt sind wir schnell unterwegs. Es ersetzt auch praktisch das Fahrrad, weil mein Fahrrad, ich habe mich auch gefragt, wo das Fahrrad bleibt hier. Der Taurus-Rambock ist das Fahrrad. Und wir sind damit auch sehr schnell unterwegs. Oh, hallo. Na, Kleiner? Hey. Der ist aber ziemlich zutrollig geworden. Streicheln. Oh, das mag er. Spielen wir noch ein bisschen mit ihm. Er ist so niedlich. Ist einfach zu süß. Kuckuckspiel. Buh.
So, verabschieden. Ciao. Oh, das ist einfach nur zu goldig. Das lässt mich auch wirklich Lust darauf haben, ein Wuffel zu haben, wenn es wirklich eins gäbe. Aber sowas von. Das ist schon wirklich ein niedlich, absolut niedliches Gimmick in diesem Spiel. Auch wenn es nicht wirklich was Wichtiges ist, es ist trotzdem mal eine nette kleine Dreingabe und sowas weiß ich zu schätzen. Dass man die Möglichkeit bei sowas bietet, also dass man so eine Möglichkeit bieten kann. Boah, Taurus ist so schnell, dass selbst die Pokémon den Gräsern nicht nachkommen. Aber finde ich auch gut. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch ein Weg. Da komme ich. Da muss ich irgendwo runterspringen. Na schön, aber wir geben uns erstmal. Ich würde sagen, da ich ja jetzt endlich Hala bezwungen habe, werde ich etwas anderes machen, als ich eigentlich geplant habe. Aber das mache ich erstmal offscreen und ihr werdet dann eingeblendet sehen, was passiert. Ich denke, das passiert wirklich nur nach dem Kampf gegen Hala. Ich hoffe, dass das auch wirklich der Fall sein wird. Naja, dann habe ich mir wenigstens mal die TM-Plage hergeholt. Aber ich habe herausgefunden, dass es sich nur in der Kaloe-Bucht befindet. Und ich glaube, das sollte man nur über Surfer erreichen. Und da brauche ich erstmal Lapras-Surfen dafür. Was wirklich schade ist. Es sei denn. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Sonst würde ich auch einen Schutz. Weil die Pokémon nerven ja auch, wenn man das Taurus hat. Ich probiere mal etwas aus. Ich hoffe, ich nerv euch jetzt damit nicht rum, weil ich habe halt keine Ahnung, oder? Lass mich halt das Spiel spielen, wie ich spiele. Moment, wo ist denn jetzt hier? Hier. Hier ist der Schutz. Irgendwo. Da. Okay, jetzt kann ich hoffentlich hier weiter. So. Das ist die Meereshöhle. Die Kalae-Bucht befindet sich weiter unten. Nämlich hier, oder? Tatsächlich, und dafür muss ich leider surfen. Ja, sollten wir den Brief vorher noch übergeben, wenn wir schon dabei sind. Also hier müssen wir surfen, damit wir an Phlegmon und an Lushu King vor dem als Mitstreiter rankommen können. Gilt leider dafür, dass eine Phlegmon bei Route 1 nicht. Tut mir also wirklich leid, dass ich euch dabei so blöd aufgehalten habe. Na schön, ich begebe mich jetzt erstmal zurück nach Lili. So, jetzt schauen wir mal, wo sich die kleine Schwester befindet. Ach, sehe ich richtig? Ja. Wenn ich schon dabei bin. Können wir auch gleich das Sticker hier einsammeln. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wenn ich schon dabei bin. So, wo lebt denn die kleine Schwester? Das ist die Frage. So, hier schätze ich schon mal nicht. Und hier, ah, das ist vielleicht. Leider doch nicht. Ich sollte ja den Brief übergeben. Vielleicht bekomme ich was dafür, wenn ich einen Brief gebe. So, hier erstmal rein. Nee. Ich weiß ja nicht, wie alt die Schwester eigentlich ist. Ich schätze mal, sie ist auf jeden Fall
Meine kleine Schwester, und sie lebt ja hier. Wo könnte sie stecken? Ob sie wohl in dem großen Anwesen hier lebt? Oh, das muss wohl hier. Das ist eindeutig der. Ja, eines Inselkönigtons für dich. So viele Räume. Oh, hallo an Fleckmon. Mit dem können wir auch spielen. Das ist nicht mal langsam. So wie niedlich. Das ist immer schön. Das sind wir Kinderpuppen, das voller Energie stecken. Was ist denn hier? Hä? So kommen wir denn hier rüber? Das war jetzt merkwürdig. Das sind zu viele Gufer. Das ist wohl das Badezimmer. Hier mit die Küche. Ich hoffe, da war kein Herrscher-Sticker. Und auch hier. Sieht so aus, als könnte es hier was geben, aber ich kann am besten Willen nicht erkennen, was es hier geben soll. Noch eine. Achso, das war schon die letzte Tür. Ah, verflixt. Tja, was jetzt? Wo ist diese kleine Schwester eigentlich? Lebt doch hier. Dir muss ich den Brief übergeben oder die Nachricht überbringen. Ich hoffe, Tali ist erfolgreich gegen seinen Opa. Ist vielleicht auch das ältere Pärchen hier? Also diese ältere Dame. Das ist sie doch. Oh, kann ich irgendwie helfen, mein lieber Bub? Ja. Sie ist halt eine Frau von dem Brief. In der Flasche am Strand. Oh! Das ist so schön, um wahr zu sein. Und der Brief stammt auch wirklich von meinem lieben Bruder. Kann es denn sein? Oh. Die kommen von Jahren der Ungewissheit, die ihm bange sind. Und durchwachten Nächte. Es wurde aus meiner alten, von Kram gebeugte Frau durch die Nachricht, dass mein Bruder gut ergangen ist, treibt mit Tränen vor der Münze erfurcht das Gesicht. Ich kann dir gar nicht genug danken, was meine alte Frau sehr glücklich gemacht. Ich jetzt danke, überlasse ich dir einen der Schätze, die mein Bruder und ich gefunden haben, als auch jung und unbeschwert waren. Sternenstaub, oh Mann. Es ist nochmals durch Zufall auf eine vergleichbare Botschaft stoßen, dann stell sie bitte unbedingt zu. Was für die meisten nicht mehr sein mag, als ein paar verblasste Zeilen, stellt für andere möglich eine kostbare Schatz dar, den man mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann. Sieht wohl so aus. Okay. Dann haben wir das also auch. Tja, dann begeben wir uns den nächsten Part noch schnell zum Fotostudio. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen, sehen Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer CrossFotoFix in einem bisschen Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Also viel Sehen und tschüss, Leute! Now you know what